Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel von Holstein Kiel gegen Hertha BSC vor 15.034 Fans und damit ausverkauftem Haus. Die Partie endete mit einem 3:2-Sieg für Hertha BSC. Ich übergebe das Wort damit auch schon an unsere Gäste aus Berlin und damit natürlich an Cheftrainer Pal Dardai. Ihr Statement zum Spiel bitte. Erstmal gratuliere an die Mannschaft, also unserer, weil dieser Fight, was eigentlich nach Unentschieden ausgesehen hat, wenn wir ehrlich sind. Ja, die erste Halbzeit, die ersten 10 Minuten, wir waren nicht gut. Wir haben zu viele Geschenke gegeben eigentlich. Viel Pass von Innenverteidiger zu Innenverteidiger, 6 zu Innenverteidiger. Also gut, dass die Gegner das nicht mal bis Torabschluss ausgenutzt hat. Dann machen wir ein schönes Kontertor. Das hat unsere Mannschaft beruhigt und dann haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, mit dem 2-0, da waren wir auch sehr zufrieden. Aber habe ich die Jungs gemahnt. Ja, das ist nicht so einfach. Dann kommt noch die Welle, weil die Gegner ist ein gut organisierter Gegner. Der Gegner ist eine eingespielte Mannschaft, wie man das gesehen hat. Wahrscheinlich durch die Vorbereitung, durch die viele Sieger. Hat gut getan hier für die Jungs. Und dann 2-2. Und eigentlich habe ich schon am Bank gesagt, dann nehmen wir den Punkt mit. Und gratuliere ich zu meiner Kollegen. Und jetzt trotzdem gratuliere zu meiner Kollegen, weil das war ein gutes Spiel. Das Gefühl wahrscheinlich so wie bei uns bei Magdeburg. Ja, wir haben immer wieder geführt und zum Schluss haben wir verloren. Aber wir, Hertha BSC, haben eine neue Philosophie. Wir wollen nach vorne spielen, wir machen richtig gut mit. Und heute, das wahrscheinlich für die Zuschauer, zu alle außen die Gegner, war die Spiel vielleicht ja, nicht so schön. Und taktisch, die Gegner hat umgestellt, die zweite Halbzeit, das hat zu uns nicht geschmeckt. Die Anlaufverhalten waren nicht mehr so gut von uns wie die erste Halbzeit. Die Jungs haben sie gezögert, wollten sie 2-0 mitnehmen. Und mit den 2 Standard oder 2-2 musst du froh sein, dass du nicht verlierst, so ein Spiel, psychologisch. Und deswegen, ich gratuliere für die Jungs, für die Endphase. Glückwunsch zum Smile Plevjak, ja, Torvorlage. Auch für Benze Dardai, wie reingekommen und das Spiel gedreht hat. Ja, weil zu Tabakovic 100% ihr letzter Pass, 11 Meter rausgeholt hat und wahrscheinlich 2 oder 3 gelbe Karten noch gegen ihn. Also praktisch heute, das war für uns ein gelungener Tag. Schadet nicht, ja, weil die Rückreise ist lang, da kann man Bier trinken. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu unserem Cheftrainer Marcel Rapp. Marcel, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, Glückwunsch Pal, Glückwunsch Hertha BSC zum Sieg. Ich glaube, Pal hat alles richtig zusammengefasst. Von uns erste Halbzeit ein bisschen ein behäbiger Auftritt. Trotzdem haben wir immer wieder Balleroberung Cut, wo man nicht zu Ende spielen, die Umschaltsituation. Der Gegner hat 3 hochkarätige Chancen, macht 2 rein. In der Halbzeit war dann schon so die Ansage, mutiger Fußball spielen, mehr Energie auf den Platz bringen, ein bisschen höheres Anlaufen. Hat dann auch alles recht gut geklappt, kommen relativ schnell zum Ausgleich. Dann waren wir auch weiter gut im Spiel, hatten dann sogar die Chance, in Führung zu gehen. Und dann, was zum Schluss passiert ist, hat dann jeder gesehen mit den 2 Elfmeter. Das ist sehr, sehr bitter für uns. Die Frage wird bestimmt kommen, was ich mir gewünscht hätte beim 2. Elfmeter, wäre einfach, dass er sich nochmal anguckt. Dann wären, glaube ich, auch nicht so viele Emotionen im Spiel gewesen, als dann zu sagen, ich bin mir 100% sicher, wenn man die Fernsehbilder sieht, glaube ich, also richtig schwierige Entscheidung. Aber sich das dann nicht mehr anzugucken, ja, das finde ich dann schon mutig, sage ich mal. Ist wie es ist. Die Fans waren, glaube ich, zufrieden, haben das honoriert, wie wir gespielt haben. Für uns ist es ein sehr bitterer Nachmittag, weil wir, glaube ich, mehr verdient hätten. Aber das müssen wir jetzt mitnehmen und in Karlsruhe wieder auf den Platz bringen. Dankeschön. Ja, danke Marcel. Dann kommen wir hier zu den Fragen der Kollegen von der Presse. Bei der ersten Frage bitte mal kurz einmal Name und Medium, bitte. Ja, Niklas Heiden, Kieler Nachrichten. Marcel, der Gästecoach hat es angesprochen, in der zweiten Halbzeit wart ihr deutlich griffiger, seid deutlich besser reingekommen. Das hätten sich sicherlich viele auch schon in der ersten Halbzeit gewünscht. Du hast zur Pause dann 3-mal gewechselt, hast ja dann noch viel korrigiert. Becker im Zentrum hat nicht funktioniert, Porat auf Außen, da fällt das 1-0. Muss man im Nachhinein vielleicht sagen, dass der Plan von Anfang an der falsche war? Muss man das konstatieren? Nö, nee, das würde ich nicht sagen, weil ich glaube, der Gegner hatte ja jetzt die 3 Chancen. Das waren ja auch teilweise Umschaltchancen. Also von dem her glaube ich nicht, dass der Plan falsch war. Es geht einfach darum, dass wir dazu behäbig waren. Aber wir spielen natürlich auch gegen Gegner, die richtig gute Spieler haben. Und das ist ja nicht so einfach für unsere Mannschaft, dass ich so sage, jetzt geht in die Zweikämpfe und gewinnt mal jeden Zweikampf so. Ne? Also das ist ja auch immer so, im Spiel kommt man dann rein. Manchmal kommt man besser rein, manchmal schlechter. Aber der Gegner hat ja auch eine richtig gute Mannschaft. Und von dem her würde ich nicht sagen, dass der Plan falsch war. Wir waren einfach umgestellt, wir mussten einfach mutiger sein, also einen hinten weg, mehr nach vorne stellen. Und dann sind die Jungs auch mutiger geworden und ja, dann wurde es auch besser. Jensen, dpa. Herr Dardai, erstmals in der Saison 2 Spiele in Folge gewonnen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das vielleicht so ein bisschen auch jetzt der Dosenöffner sein kann, auch für den Kopf? Ich würde nicht über Dosenöffner reden, Leute. Wir haben jetzt unsere Kader so
richtig zusammen, ungefähr 2 Wochen. Ja, im Zentrum spielt Spieler, 2 sogar in der Endphase, wo die 2 Wochen bei uns sind. Und ich rede nicht über Dosenöffner, das ist gut für die Ruhe, für die Stabilität, damit wir weiterarbeiten können. Aber seien wir ehrlich, heute in meiner Mannschaft, wenn ich vergleiche für die letzte Woche die Leistungen, da war 4, 5 Spieler, dass die 70% von seiner Kapazität gezeigt hat. Ja, und das, da müssen wir hingehen, ob die Trainer, Fitnesstrainer, ja, gemeinsam, können wir das nicht leisten. Weil heute, das war so eine Kleinigkeit, ob jetzt Kiel ist glücklich oder wir. Zum Schluss haben wir richtig gefeiert, ja, und war genug Großchance da. Aber trotzdem, das war Kleinigkeit, wir können das nicht leisten. Und deswegen, der Sieg ist gut dafür, aber Dosenöffner oder so etwas würde ich nicht reden. Für die Stabilität, damit man ruhig weiterarbeiten kann, haben wir unsere Ziele bis Weihnachten. Ja, punkten so oft und so viel wie möglich. Und auch die Teamgeist, das hat man gesehen, selber die Ersatzspieler, die reingekommen hat, die ganze Stab mitgefiebert hat, wir sind ein guter Weg. Und dafür war ein wichtiger Sieg. Ja, Marcel, ich würde nochmal anschließen. Die Elfmeterszene sind, glaube ich, hinreichend diskutiert worden, dass die TV-Bilder am Ende auflösen, dass beide auf jeden Fall Elfmeter sind oder man sie auf jeden Fall geben kann, ist, glaube ich, auch unstrittig. Nun trifft es ausgerechnet 2 sehr junge Spieler in deinem Kader, die verursacht haben. Erste Frage, musstest du einen von beiden oder vielleicht sogar beide nach dem Spiel einmal in den Arm nehmen? Und zweite Frage, wenn man sich die Szenen anguckt, wirkt es so ein bisschen so, als seien die Jungs ein bisschen übermotiviert, vielleicht so diesen Ticken zu viel, dass man am Ende zu viel will und dann naiv in diese Zweikämpfe reingegangen. Konntest du die Szenen schon sehen und wie bewertest du sie? Na, ich weiß nicht, ob das der zweite, ob der auf jeden Fall Elfmeter war, also das würde ich mal dahingestellt lassen. Dann naiv, na gut, wir haben eine junge Mannschaft, also da können wir nicht erwarten, dass die abgezockt spielen. Das wird immer mal wieder passieren, ob es jetzt ein Elfmeter ist oder eine andere Szene. Aber ich glaube, das ist immer so einfach gesagt, die junge Spieler machen einen Fehler, dann sind sie naiv. Wenn alte Spieler einen Fehler machen, dann ist das irgendwie kein Problem. Also von dem her ist es völlig egal und die Jungs können damit umgehen und jetzt geht's weiter. Weitere Fragen? Ich schaue in die Runde. Ja. Andreas Geidel, Kicker. Marcel, letzten Sonntag auf St. Pauli, 4 Sonntagsschüsse, die alle in den Winkel knicken. Heute in der Nachspielzeit 2 Elfmeter gegen deine Mannschaft. Der Begriff Spielglück, der ja die ersten Partien von euch ein bisschen begleitet hat, den kannst du jetzt erstmal in eine Schublade packen, oder was sagst du? Ja, so laufen halt manchmal Spiele, ne? So sagen wir oft, zweite Liga ist oft 50-50, Kleinigkeiten entscheiden. Jetzt ist es 2-mal gegen uns gelaufen. Und trotzdem müssen wir die Dinge anpacken, die wir beeinflussen können. So wie in der zweiten Halbzeit, mutig Fußball spielen, auf Fußball spielen durchs Zentrum, dann immer nur über außen. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gekommen. Und so geht es jetzt weiter. Ich würde auch nochmal nachlegen. Luis Holpi sagte eben nach dem Spiel, es hätten, ich zitiere, die Eier gefehlt. Er hätte sich mehr Eier gewünscht auf dem Platz. In der ersten Halbzeit würdest du da mitgehen und sagen, dass euch ja also der Mut oder die Eier gefehlt haben? Ja, ich habe es jetzt ein bisschen anders umschrieben am Anfang. Also erste Halbzeit haben wir einfach nicht gut genug Fußball gespielt. Aber klar, da sind ja die Abstände auch noch enger. Da müssen wir dran arbeiten. Zweite Halbzeit war dann besser. Aber das ist oft so in der zweiten Halbzeit, dass die Räume größer werden. Also von dem her, da sind wir dran. Das wissen wir. Das ist ja unsere Art, wo wir uns darüber definieren, dass wir Fußball spielen. Und jetzt zweite Halbzeit war ja auch schon auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Dardai. Sie haben vor dem Spiel ja Fabian Reese schon ordentlich gelobt. Heute macht er eine starke erste Halbzeit, wie ich finde, und schießt dann am Ende auch noch den Siegtreffer. Fühlen Sie sich jetzt heute einmal mehr bestätigt in Ihrer Auffassung über den Spieler? Nein, also Reese kann sehr viel bedanken für diesen Verein, ja? dass er Reese momentan ist. Das kann er für euch sehr gut bedanken, ja? Weil er hat hier so richtig gewachsen, bei uns Vertrauen bekommen hat, auch von mir, weil ich sehe die Villa, ich mag die Typen, dass die so spielen. Und heute gegenüber, wenn wir so sehen, hat er Eier gezeigt. Ja? Wenn wir ehrlich sind, bei den Elfmeter in diesem Moment einfach reinzujagen, sehr schön, sehr gut. Das ist ein Führungsspieler bei uns. Ich hätte nur noch eine personelle Frage. Es sind einige Jungs angeschlagen runter, Benny Pichler, Timo Becker. Gibt es da schon einen Stand? Gerade bei Timo sah es überhaupt nicht gut aus, der musste gestützt werden, die Kabine, dick bandagierter Knöchel.
Ich glaube, Timo ist ein bisschen umgeknickt, aber jetzt im Moment kann ich noch nicht sagen, welche Diagnose das ist. Das werden wir jetzt heute, morgen noch mal gucken und dann schauen, was da wirklich ist. Sind da noch weitere dazukommen? Also Pichler? Ich weiß nur die Becker. Zwei. Okay. Nur die zwei. Gut, ja, dann scheinen keine weiteren Fragen zu sein. Wir reisen in der kommenden Woche, wie angekündigt, nach Karlsruhe. Anpfiff ist Samstag um 13 Uhr und Hertha empfängt am Samstag St. Pauli abends 20.30 Uhr. Das war's aus dem Holsteinstadion. Wir wünschen unseren Gästen eine sichere, gute Heimfahrt und ein kühles Pilz.